Yes, ja, Hustet Jong, willkommen zu noch einer Edition von East TV. Ich fahre mit meinem Schwiegervater Carsten durch den tiefen Siebengebirgewald und wir suchen einen Weihnachtsbaum. Ich habe das noch nie gemacht, aber zum Glück ist Carsten ein Professional und der kennt sich da gut aus. Die einzigen Weihnachtsbäume, die ich immer in Deutschland gekriegt habe, waren die, die ich am letzten Tag beim Weihnachtsmarkt geklaut habe. Aber wie gesagt, wir suchen jetzt einen im Busch, glaube ich. Was heißt im Busch? In Deutschland heißt es ja am Wald. Und das Coolste ist, ihr seid dabei. Carsten, hast du eine Ahnung, wo wir überhaupt hinfahren? Nein. Okay, weil das sieht ja schon so ein bisschen wie Niemandsland aus. Das sieht so aus, das muss auch. Hacken wir den Baum selber ab? Gehen wir jetzt in den tiefen Wald oder was machen wir? Ja, das erwarte ich mal, dass wir das. Wir müssen ihn aussuchen und dann, wenn wir ihn ausgesucht haben, dann dürfen wir ihn absägen. Geil. So, wir sind angekommen. Ganz oben im Siebengebirge. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ne? Sonst in Namibia sage ich immer, wir sind in the middle of nowhere, aber hier weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr, wo ich bin. Gabby, auf, los geht's. Carsten, wie ist das? Gibt es gute Weihnachtsbäume und nicht so gute Weihnachtsbäume? Also hier, der hier. Ist das, ist der schön? Ja, das sind, ja, das ist so, wie das aussieht, der Nordmann-Tanne. Ja. Ist dann schön gleichmäßig gewachsen, das ist zum Beispiel wichtig. Okay. Und zu jedem Weihnachtsbaum aussuchen, gibt es natürlich auch was zu fressen. Guck mal, da die Leute haben gleich Marshmallows und Feuer gemacht. Das ist die Hauptsache. Das ist eigentlich die Hauptsache. Also eigentlich sind wir nicht hingekommen für den Weihnachtsbaum. Eigentlich wollen wir nur was essen. So, und hier sind die Preise. Man kann sehen, umso größer der ist, umso mehr muss man zahlen. Ich nehme dann einen, der nur ein Meter ist. Kostet nur 18 Euro. Jetzt kriegen wir zwei eine Säge und dürfen in den Wald. Unten wird abgesägt. Also es gibt da welche, die schneiden den dann irgendwie in der Höhe ab. Und die Spitze bleibt auch dran. Oh Gott. Die haben auch geschlagen. Das heißt geschlagene? Die sind schon ab? Die sind schon ab, ja. Okay, aber das wollen wir nicht. Wir wollen ihn selber. Ne? Wir wollen selber. Ein richtiger deutscher Mann sägt seinen eigenen Weinbaum. Richtig. Wir wollen ja eine schöne Nordmann-Tanne haben. Richtig. Das heißt, eine schöne satte Nadeln, okay, die auch ein bisschen hält. Also das muss ja nun auch mindestens bis Silvester halten. Ja. Und die Nordmann-Tanne, die hält länger? Ja, die hält länger. Die hat eine schöne, dicke, also kräftige Nadel. Okay, Carsten, ich würde sagen, wir nehmen einfach direkt den hier. Der braucht nicht so weit laufen. Der ist doch super, super schön. Sieht auch super aus. Obviously können wir als Nordmänner nicht die erste Tanne nehmen, sondern wir müssen ein bisschen weiter in den Wald gehen. Hier wurde schon ein Baum abgeschnitten. Das kann man gut erkennen. Es ist nämlich noch frisch. Riecht auch nach Nordmann. So, hier ist es ein Weihnachtsbaum, der ist schon markiert worden. Von Nolting, das heißt, den dürfen wir nicht nehmen. Oder ich nehme einfach die Markierung ab, mache die auf dem anderen Baum drauf und dann dürfen wir den nehmen. Hey, guck mal, hier siehst du eine andere. Das ist eher eine Kiefer hier. Ja? Siehst du das? Diese Nadeln sind anders, ne? Ja. Da. Ah. Ja, und der Stamm auch. Carsten, wie lange muss denn so ein Baum wachsen, bis der ungefähr so groß ist wie der da? Die wachsen relativ schnell, aber ganz genau kann ich dir das nicht sagen. Das weiß ich auch nicht. So 2-3 Jahre, oder? Ja, ein bisschen länger schon. Ja? Mal, ja. Carsten, nicht schlecht, oder? Aber der ist schön dicht, dichter als die anderen, die wir gesehen haben. Von der Höhe her, ja, der ist fast, ich bin 1,87, 88. Das ist ein bisschen höher. Ja, ne? So, voll außer wenn wir hier oben abschneiden. Nee, das hoch. Wir haben jetzt so einen kleinen Baum gefunden, der zwischen all den anderen Bäumen stand. Ne, Carsten? Ja. Das ist er doch. Ja. Gut, was passiert jetzt? Jetzt müssen wir einen Dumm finden, der den absägt. Nee, musst du das machen. muss man die richtige Stelle finden. Das ist die neue Generation. Ne? Die stehen mit der Kamera hier. Und die ältere Generation sehe ich den Weihnachtsbaum noch ab. Ja, gut. Wunderbar. Das ist gleich. Ja, ich fühle ihn schon. Der fällt schon. Nicht zu viel. Nee. Gut. Noch ein Stück. Ja. Er fällt. Timber! Alles klar. So. Ich höre da hinten eine elektrische Säge. Warum haben die nicht uns die elektrische Säge gegeben? Wir rackern und. Was heißt wir? Ich stehe eigentlich nur mit der Kamera hier. Das ist er, der Baum. So, Carsten, wenn wir jetzt schnell rennen und ihn ins Auto packen, dann merkt das keiner, dann ist der umsonst, der Baum. Auf einmal haben alle hier elektrische Motorsägen. What the fuck? Ja, das ist er. So, und wie hoch? 1,50 ist er.
So, Dankeschön. Dankeschön. So, und weil wir nicht gekommen sind wegen dem Weihnachtsbaum, eher mehr für das Fressen, mache ich jetzt mein erstes Stockbrot. Mein Stock fängt vorne an zu brennen. Du, eigentlich sind das nur Kinder, die das hier machen. Ich bin, glaube ich, der Älteste, der das hier machen kann. Und ich bin so excited, so Stockbrot! Bisschen schwarz auf der einen Seite, aber sonst denke ich, ist er ready. Mmh, trockenes Brot. Ja, ist nicht so schlecht. Mir fehlt jetzt nur noch so ein bisschen Nutella. Jetzt geht's zum Auto. Weihnachtsbaum haben wir. Carsten, bist du glücklich? Wunderbar. Ja. Ich bin erst glücklich, wenn er gut steht und geschmückt ist. Ach so. Denn das müssen wir auch noch machen. Das mache ich. Ach, das machst du. Ja. Wie ist das eigentlich in der deutschen Weihnachtskultur? Wer schmückt den Weihnachtsbaum? Ja, eigentlich macht das der Familienvater. Okay, das in dem Fall du bist. Ja. Und dann dürfen eigentlich die Kinder da nicht mehr ins Wohnzimmer rein. Das muss dann am 24. geht es dann vormittags los. Okay. Dann wird der Baum erstmal überhaupt in den Ständer reingesetzt. Das ist manchmal schwierig, weil man den dann zuschneiden muss und so weiter. Okay. Totale Männersache auf jeden Fall. Absolute Männersache. Okay. Und dann fängt der Mann an, den dann zu schmücken und so. Früher eben natürlich bei mir jetzt immer auch noch mit richtigen Kerzen. Okay, heutzutage nicht mehr, da hat man so viele elektrische Sachen, die man dran klebt. Immer mehr Lichterketten und die Leute stellen die natürlich auch ihre Bäume dann auf dem Balkon. Okay. Und dann kommt die Lichterkette rum und dann machen sie nur die Steckdose an und batsch, fertig. Nicht bei uns. Nicht bei uns. Wir gebrauchen echte Kerzen und echtes Blei beim Lametta. Lametta kommt nicht drauf dran, nee. Okay. Das war früher so, aber das ist geändert, der Geschmack. Okay, stopp erstmal. Kurze Pause. Also das heißt, und nachdem er dann geschmückt ist, darf nur der Vater den sehen? Also ja, genau. Die ganze Zeit? Ja, oder natürlich die Mutter vielleicht auch. Und die bereitet eigentlich die Geschenke dann vor. Und die werden dann bei uns zumindest unter den Baum dann gelegt. Okay. Und dann? Und heute dann, ja, und dann wird die Klingel betätigt. Also welche ein kleines Glöckchen. Ach so, okay. Dann wird geklingelt, dann wird die Tür auf und dann... Und dann dürfen die Kinder kommen. Und dann singt man O Tannenbaum, O Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter. Und dann kommt die Bescherung eben. Bescherung heißt das. Ja. Das ist da, wo die Weihnachtsgeschenke dann kommen. Und jeder darf es dann auspacken. Genau. Wusstest du, dass der Weihnachtsmann damals grüne Wäsche anhatte und nicht rote? Und nur wegen Coca-Cola, um das Werbung zu machen, haben die den Weihnachtsmann rot angezogen. Habe ich irgendwo gehört. Ich weiß nicht, was stimmt. Nee, das ist aber so Quatsch. Aber du siehst jetzt so ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Ja, irgendwie, der rot. Da fehlt nur eine weiße Rauschebar. Richtig. So, wir kommen beim Auto gerade an. Der eine sitzt nach hinten geklappt und dann kommt der dann da so rein. Okay. Denn hier ich kann nichts machen, ich habe beide Hände voll. Hier hinten passt er nicht rein. Schön. Nur, dass ihr ein bisschen Background habt. Carsten ist ein Deutschlehrer. So, ihr könnt mich quasi nur verstehen, weil ich ganz viel mit Carsten gechillt habe und der mir ein bisschen beigebracht hat, wie man richtige Deutsch spricht und nicht nur dieses Südwester-Namslang, was ich aus Afrika kenne. Also in diesem Sinne danke nochmal Carsten an die schönen Deutschstunden. Okay, es geht weiter. So, jetzt? Hier durch? Welche Seite? Ja, die Spitze würde ich mal dann... Die Richtung. Ja. Oder wenn du ihn so... Warte mal, ich helfe dir. Ich denke die Seite vielleicht. Zu dir rüber. Zu mir rüber. Ja. Ich kenne mich da aus mit Weihnachtsbäumen. Die dicke Seite zuerst. So wie bei vielen Dingen. Geht das noch ein bisschen? Ja. Jetzt reicht. Reicht. Gut. Super. Los geht's. Und so schnell geht das und schon hat man einen Weihnachtsbaum aus dem tiefen Wald, gerettet. Und Weihnachten kann losgehen. Wenn ihr auch noch Weihnachtsgeschenke haben wollt oder braucht, dann diese schöne, coole Mütze kriegt man im Online-Shop, dass, falls es mal kalt werden sollte hier in Deutschland, dass ihr dann auch schön warm seid. Wenn ihr noch mal mehr Folgen sehen wollt, wie ich und Carsten irgendwo so ein crazy Stuff in Deutschland machen, dann gebt dem Video ein Like, damit ich weiß, dass ihr das sehen wollt. Und wenn nicht, dann sag einfach gar nichts. Ich wünsche euch noch schöne Weihnachten und bis nächsten Sonntag. Ciao!